unzähligen anderen Auszeichnungen fällt es schwer, in ihrem Fall nicht von der neuen Königin der Soul zu sprechen. Ein amerikanisches Wunder, das es mit Ausdauer und Zielstrebigkeit in den Pop-Olymp geschafft hat. Gehegt von ihrer Mutter, der Soul-Sängerin Cissy Houston, und aufgewachsen zwischen Cousine Dionne Warwick und anderen Soul-Größen, war ihr Musikalität in die Wiege gelegt worden. Das ist eine Melodie, an die sich die Leute erinnern. Und das ist nicht nur eine gute Melodie, sondern auch ein netter Text. My method is just going in there and giving it the best that I've got. Meine Methode ist, einfach drauf losgehen und das Beste geben, was ich habe. Würde ich darüber nachdenken, mich immer wieder selbst zu übertreffen, dann würde das meinem Ziel schaden. Und das ist doch, gute Musik zu machen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber Soul verspürt man einfach hier drinnen. Soul ist keine Stilrichtung, so wie Rhythm and Blues, Pop oder Black. Das ist einfach ein Gefühl. Exhale ist für mich ein typischer Face-Song und ich weiß, dass er an mich dachte, als er ihn geschrieben hat. Sie könnte wirklich alles singen, das haben wir schon bei den ersten Sessions erkannt. Ich glaube, keiner weiß, wie gut sie wirklich ist. Ich saß damals am Flughafen und Face und L.A. wollten mich abholen. Sie saß da und ich dachte, das kann sie nicht sein, keine Bodyguards, keine Aufruhr. Er ging einfach an mir vorbei, dann drehte er sich um und fragte, bist du's? Ich sagte, und du? Er wollte wissen, wie ich das mache, dass ich herumgehe und niemand mich belästigt oder stört. Ich sagte, das funktioniert, weil ich auch niemanden belästige. Die Präsentation des Soundtracks Waiting to Exhale wurde trotzdem zum großen Medienereignis. Waren neben Whitney Houston auch noch TLC, Aretha Franklin, Toni Braxton, Chaka Khan oder Patti LaBelle als Co-Interpretinnen anwesend. Ich glaube, dass jeder Song auf dem Soundtrack genau zu seiner Sängerin passt. Ich weiß nicht, wie Face das geschafft hat, aber das war sicherlich eine Eingebung Gottes. Ich weiß auch nicht, aber mir ist es einfach so gekommen im Laufe des Tuns. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was Whitney singen kann und was nicht. Was immer sie singt, muss sie auch fühlen können. Ist dieses Gefühl nicht real, kann sie es auch nicht rüberbringen. Der Song handelt von den Schwierigkeiten im Leben. Manchmal gibt es was zum Lachen und dann muss man wieder weinen. Das Leben gibt uns meistens keine Gründe dafür und es passiert jedem und überall. Der Text ist allumfassend. Es heißt nicht, dass ich so arm bin und alles verloren habe und es mir deswegen schlecht geht. Nein, es geht darum, dass ein Punkt kommt, an dem man ausatmen und seufzen will. Und dieses Ausatmen ist eine Befreiung, eine Erleichterung. Genau darum geht es. There comes a point when you exhale. And then exhale is a relief. And you go, you feel, thank you, That's what that's all about. Houston jedoch ihr neuestes Werk veröffentlichen konnte, machte sie eine atemberaubende Karriere durch. Geboren wurde sie am 9. August 1963 als zweite Tochter des gutbürgerlichen Ehepaares Cissy und John Houston. I grew up in Newark. Ich wuchs in Newark und in East Orange, New Jersey auf und meine Kindheit war eigentlich sehr normal. Ich kam aus keiner zerworfenen Familie, obwohl es natürlich auch bei uns manchmal Streit gab. Zuerst ging ich auf die Franklin's Grade Schule, danach, bis ich 18 war, auf eine katholische Klosterschule. Ich hatte eigentlich gute Beziehungen zu meiner Umgebung. Nur die Mädchen mochten mich nicht so richtig. Die wollten sich aus irgendwelchen Gründen immer mit mir anlegen. Und das hat sich bis heute nicht wirklich geändert. Kids, except for the girls. Because they always wanted to fight me for some reason or another.
still kind of happens today. Ihr damals schon hübsches Gesicht und ihr elegantes Auftreten werden Zielpunkt aller pubertären Mädcheneifersüchte. Als 16-Jährige beginnt sie als Model zu arbeiten und ist bald auf den Covern von Cosmopolitan, Vogue oder 17. Was my dream? Obviously somebody else, because somebody said to me. Es war sicher nicht mein Traum, Fotomodell zu werden. Jemand anderer sagte zu mir, dass ich das Zeug dazu hätte und zu jener Agentur gehen sollte. Dort würde man gerade jemanden wie mich suchen. Also ging ich dorthin und wurde sofort beschäftigt. Ich verdiente viel Geld und war sehr bald eine unabhängige junge Frau. Meine Mutter sagte immer, wenn du dein eigenes Geld verdienst, dann spürst du den Wert auch beim Ausgeben. Diese Lektion habe ich also schon sehr früh mitbekommen. Die Zeit als Model brachte mir auf jeden Fall die Arbeit vor der Kamera näher. Es half mir in vielen Bereichen. Fotografieren ist zwar sehr statisch und man muss keine große Show machen, aber es half mir sicherlich. Ich wuchs in einem Umfeld von lauter Sängern und Musikern auf. Mein Onkel war einer der begabtesten Pianisten. Meine Mutter, meine Cousine, alle Schwestern und Brüder meiner Mutter sangen. Die hatten eine Gospelgruppe mit dem Namen The Drinker Singers. Die waren dann auch die erste Gospelgruppe, die beim Newport Jazz Festival auftreten durfte. Elvis wollte mit ihnen auf Tournee gehen, doch sie waren sehr kompromisslos, was Gospel anbelangte, und lehnten ab. Ein paar Jahre später gründete meine Mutter mit drei anderen Sängerinnen die Sweet Inspirations und die sangen dann mit Elvis. Baby, baby, I get down on my knees for you. The suit one too tight. If you would only love me like you used to do. Yeah. My root is not black, my root is gospel. Meine Wurzeln liegen ganz sicher im Gospel. Ich komme nicht vom Rhythm and Blues, sondern aus der Kirche. Gospel kann man auch nicht so unterteilen. Das ist nicht schwarz oder weiß. Das ist einfach ein Gefühl, genau wie Soul. So etwas kannst du nicht verleugnen, auch wenn du es wolltest. Das ist ein Geschmack, den du bekommst, wenn du damit aufwächst. So etwas wie deine Lieblingsspeise, von der du nie genug bekommen kannst. It's something that you get when if you're young and you're raised in church and you're raised singing gospel music. It is something that is like a It's like a food that you like, that you just want to eat all the time. In my church, we had bass, guitar, drums, piano. In meiner Kirche saßen wir oft zusammen. Bass, Gitarre, Schlagzeug, Orgel und Tambourin und jammten. Da war nichts Frommes dabei. Und doch sangen wir für Gott. Und wir priesen ihn, indem wir einen tollen Sound produzierten. Es war laut, machte Spaß und war einfach gut. Make a joyful noise. And that's what we did. Gemeinsam mit ihrer Mutter beginnt sie in kleinen Clubs in New York und Umgebung aufzutreten und verdient als deren Background-Sängerin ersten Applaus. I mean, musically it was an honor to sing with Sissy Houston. I mean, if you could sing with her, you could sing with anybody. Es war eine große Ehre für mich, mit meiner Mutter Sissy Houston singen zu dürfen. Wenn man mit ihr sang, konnte man überall sonst auch bestehen. Und das Gefühl war einzigartig. Bei niemandem sonst verspürte ich je wieder so etwas. I think the influence is there. I think I'm having my family. Natürlich ist der Einfluss da. Nicht nur, dass meine Familie aus großartigen Sängern besteht, das sind alles Legenden. Die sind seit Ewigkeiten im Geschäft. Aber ich bin weder Dion noch Sissy, ich bin Whitney, die sich selbst entwickelt hat. Und das gibt denen auch wieder Kraft und macht uns gegenseitig stärker. And that gives them more strength and it makes us a more powerful being. First time I ever went to see Whitney was at Sweetwater's, which is a small club in New York. Das erste Mal sah ich Whitney in einem kleinen Club in New York. Sie sang ein paar Nummern gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Bruder als Background-Sängerin.
Dann präsentierte sie ganz alleine zwei Songs aus einem Broadway-Musical. Der eine hieß Tomorrow und dann kam The Greatest Love of All. Broadway-Shows. Well, one was Tomorrow. And then she did The Greatest Love of All. Die mittlerweile 19-Jährige lernt in Clive Davis ihren Mentor und Förderer kennen. Sie unterschreibt ihren ersten Plattenvertrag und tritt nun auch musikalisch aus dem Schatten ihrer bis dahin dominanten Mutter. It's not exactly how it really was when I was growing up, but es war nicht genauso, wie in dem Lied beschrieben wird, aber meine Mutter zeigte mir damals doch das Business in groben Zügen. Sie hat mich an der Hand genommen und gesagt, so ist das. Und sie hat mir auch erklärt, dass wenn man lernt, sich selbst zu lieben, das die größte Liebe überhaupt sein kann. She didn't force me to be anything. She just encouraged me to be what meine Mutter hat mich nie zum Singen gezwungen. Sie hat mich eigentlich niemals zu etwas gedrängt. Sie ermutigte mich, das zu tun, was ich am besten für mich hielt. Wäre das Krankenschwester gewesen, hätte sie mich dazu ermutigt. Hätte ich Putzfrau werden wollen, wäre sie mir auch dabei hilfreich gewesen. So hat sie mich zu nichts gezwungen, sondern nur mein Talent in die richtige Bahn geleitet. Wie mein Vater übrigens auch. Die erste Plattenveröffentlichung von Whitney Houston, das Duett Hold Me mit Teddy Pendergrass, soll ihr zum Durchbruch verhelfen. Die Plattenfirma hat ungewöhnlich hohen Aufwand betrieben, um dem Pop-Neuling zum Erfolg zu verhelfen. Der stellte sich jedoch erst 9 Monate später mit folgender Nummer ein. There are different people. Verschiedene Personen, wie zum Beispiel Clive Davis, haben sehr großen Einfluss. Er ist jedoch mehr derjenige, der mir neues Songmaterial vorlegt. Gefällt es mir, nehmen wir es auf. Wenn nicht, hat er auch kein Problem damit. Schon mit dieser zweiten Single brechen das Gespann Davis Houston alle Rekorde. Das dazugehörige Debütalbum Whitney Houston wird zum meistverkauften eines Solokünstlers und macht sie über Nacht zu Multimillionären. Höhepunkt dieses furiosen Einstiegs ist die Nominierung für 6 Grammy Awards. How much success did I expect? I don't know. You know, when you're in the studio and you're working and you're putting together an album. Wie viel Erfolg ich mir erwartet habe, kann ich gar nicht sagen. Du stehst im Studio und hoffst, dass du vielleicht eine 500.000 verkaufen kannst. Aber wenn man dann so viel wie ich absetzt, dann ist das einfach großartig. To have sold as many records as I have sold, it is a great feeling. Believe me, it's really great. My message is usually always about love. Ich singe meistens über Liebe und die verschiedenen Blickwinkel. Die Liebe zu Gott, zu einem Mann, einer Beziehung oder meine Liebe zu Kindern. Da gibt es doch einige Möglichkeiten. To get into music business and to actually have mass appeal. Ins Musikgeschäft einzusteigen und sofort die Masse zu erreichen, ist doch sehr ungewöhnlich für farbige Künstler. Es geht doch auch nicht um deine Hautfarbe, das ist Sache der Herkunft. Das beinhaltet ein Aufwachsen mit und ein Verstehen von schwarzen Problemen. Ich komme von da, ich bin durch all das gegangen und verstehe die Gefühle, die Träume und die Sorgen meiner Leute. I was raised in the projects, you know. I've lived amongst my own people. And I understand their fears and I understand their wants and their desires and their cries. So I don't think that it's about the color of your skin. Nachdem sie mit ihrem Erstlingswerk in 40 Ländern der Erde über 20 Millionen Platten absetzt und vom Billboard-Magazin zur Künstlerin des Jahres 86 ernannt wird, veröffentlicht sie ihr zweites Album mit dem schlichten Titel Whitney. Eine Anhäufung von perfekten und gnadenlos geschliffenen Songs. Ich suche nicht nach schwierigen Songs für mich. Ich suche nach Melodien und Akkorden. Vielen Liedern fehlt so etwas. Ich suche nach Tönen und nach guten Texten. Und sind die erst einmal gefunden und im Studio aufgenommen, beginnt für mich die Herausforderung, wie weit ich mit diesen Liedern gehen kann. Ich will immer das Beste herausholen. And it's done in studio. The challenge is just how far you can go with it. That is the challenge to me. Of what I can really do with it and the best that I can do. Nothing, I don't think, is ever perfect. I don't think that we are
Ich glaube nicht, dass es die reine Perfektion gibt. Wir sind zwar sehr nahe dran, es kann großartig und das Beste sein, aber würde ich Perfektion anstreben, dann wäre ich doch immer noch im Studio. So, you know, perfection is really what we narrowed down to is what is the best, you know, and that's what it basically comes down to. When you're trying to get the best that it can possibly be, then we're talking about the tracks and the. Wenn ich immer das Beste herausholen will, so gilt das sowohl für die Arrangements als auch für meine Stimme. Das gehört einfach zusammen. Und das kann immer nur so gut sein, wie es eben ist. Wir nennen es vollendet. Doch vollendet ist eigentlich nur Gott. You know, perfection is God. It's really not us, is it? I had heard this song several years ago when I was in my first promotion. Ich habe dieses Lied vor einigen Jahren auf einer meiner Promotion-Tourneen durch Deutschland gehört. Zwei junge Mädchen haben es gesungen. Es hatte so eine großartige Melodie und alles, woran ich mich erinnerte, war I Know Him So Well. Zwei Jahre später kam Clive Davis und spielte mir einige Songs vor und plötzlich hörte ich diesen wieder. Ich flippte aus und wollte ihn unbedingt singen und er war einverstanden. Handing out some songs to me, saying, well, listen this, listen this, listen this. And we came across this song. And I freaked out. I said, this is the song that I just loved. I wanted to do it. So he said, great. So I did it. Part of me is sophisticated, though. Ein Teil von mir ist sehr weltgewandt und künstlerisch, ein anderer ist flippig, einer einsam, einer sehr langsam und dann wieder schnell. Ich habe sehr viele Stile in mir vereint, deswegen arbeite ich auch so gerne mit verschiedenen Produzenten zusammen. So kann ich meine Vielfalt ausleben. They give you a range of sounds and tastes, you know. What are you trying to say, Miss Fang? So arbeitet sie mit einer Anzahl von Produzenten und Duettpartnern zusammen. Unter anderem singt sie mit Aretha Franklin und Stevie Wonder. Ich habe immer davon geträumt, mit Stevie Wonder singen zu dürfen. Jetzt hat er ein Duett auf meinem Album produziert. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschreiben sollte, außer als musikalisches Genie. Es war so lustig, mit ihm zu arbeiten. Er ist so normal, ohne Ego-Trip und so. Wir hatten unsere Arbeit im Handumdrehen im Kasten. Er wusste, was er zu tun hatte und ich wusste, was ich tun musste. Und dann legten wir einfach mit unseren Stimmen los. Clive und ich dirigierten dieses Album in eine neue Richtung. Wir wollten eine Bestandsaufnahme machen von den Dingen, die seit der letzten Platte passiert sind. Wir waren mitten in einer neuen Disco-Ära. Es ging plötzlich nur noch um Grooves und Rhythmen. Die Veröffentlichung dieses dritten Albums sollte ein Spektakel noch nie dagewesenen Ausmaßes werden. Allein für die Europapräsentation wurden ca. 500.000 Mark ausgegeben und rund 600 Journalisten eingeladen. Der Whitney Houston Zirkus zeigte seine Attraktion. Ich kann mich jederzeit frei auf der Straße bewegen, wenn ich will. Natürlich gibt es manche Tage, da funktioniert das nicht, aber ich fühle das sehr instinktiv. Ich habe auch nicht 24 Stunden Bodyguards um mich herum. Ich verteile diesen Erfolgsdruck auf alle anderen. Ich singe, weil ich das kann. Mit dem Rest habe ich kein Problem. Ich brauche nur ins Studio gehen und mein Bestes geben. Das ist mein ganzer Druck. Weltweit widerfahren ihr Auszeichnung über Auszeichnung. In Deutschland erreicht sie schon knapp nach Veröffentlichung des Albums Platinstatus. Das dazugehörige Gala-Konzert steht knapp vor der Absage. Tourstress hat die Stimmbänder der Diva angegriffen. I know you have it up. No, I don't. But you can never have it up. Never. From this, never, ever, ever, never.
Thank you. The proudest I am of any award is winning. Am stolzesten bin ich auf meinen Grammy für Bodyguard. Ich habe zwar schon davor ein paar gewonnen für Saving All My Love und I Wanna Dance With Somebody, aber bei diesem war ich vom Anfang des Albums an dabei und es war solch eine harte Arbeit. But this one was, because there was so much work put into it and I was on the album from beginning to end, from every detail. It was received so well by the people. Es wurde damals von den Leuten so gut aufgenommen und ich fühlte mich sehr geehrt. Es war auch überraschend und ich war stolz, diesen Grammy nicht nur für mein Singen, sondern auch für meine Tätigkeit als Produzentin erhalten zu haben. Ich kümmere mich einfach um Menschen. Dafür gibt es keinen Grund. Das kommt aus meinem Herzen. Ich glaube, das ist Gott in mir. Die Leute glauben immer, der Segen liegt im Bekommen, aber der liegt in Wirklichkeit im Geben. Ich habe es mir zum Vorsatz gemacht, denen zurückzugeben, die mir gegeben haben. Die, die meine Platten mögen, die auf meine Konzerte kommen, die, die mir schreiben. So ist sie im Komitee der Special Olympics, singt etliche Benefizgalen für die Foundation for Children und eröffnet schließlich das Whitney Houston Memorial Hospital. Children who have no say about coming into this world are usually thrown into. Kinder können nicht bestimmen, in welche Welt sie hineingeboren werden, und das finde ich sehr unfair. Deswegen will ich sie zum Lachen bringen, sie glücklich machen und vielleicht sogar am Leben erhalten. I can make them happy. I may even give them a reason to go on. I don't really, you know, can tell you. Well, I do it because, you know, it's not hype to me. It's not. Ich mache das nicht aus Publicity-Gründen oder weil ich irgendjemanden beeindrucken will. Von den meisten Dingen, die ich tue, weiß auch keiner etwas. Es ist zwar bekannt, dass es die Whitney Houston Foundation gibt, doch was ich privat alles dafür tue, weiß kein Mensch. I think love comes first, you know. Then when I get to know you and we've known each other for a while and things start to happen. Zuerst kommt einmal die Liebe. Wenn wir uns dann näher kennenlernen, sich die Dinge so ergeben und ich weiß, dass du mich willst und ich dich, dann kommt der Punkt, wo ich mich verliebe und völlig verrückt werde. And it's definitely a commitment kind of thing. Then we can fall in love. Then I can act crazy. Then I can be like, oh, darling, love. Oh, yes. You, I live and breathe you. I drink you in the morning. I sleep you at night. So wirklich habe ich dieses Gefühl noch nicht erlebt, aber ich arbeite daran. Arsenio und ich sind gute Freunde. Wir lieben einander und haben sehr viel Respekt voreinander. Aber wir alle wissen, dass er ein großer Lügner ist. Du weißt, dass ich gelogen habe? Ja, und ich frage mich, warum du nicht endlich die Wahrheit sagst. Erzähl ihnen doch, dass ich ein Kind von dir bekomme. Dann lernt sie während einer Gala Eddie Murphy kennen. Who? Wer? Ed? Ja, wir sind Freunde. Sehr gute Freunde. Engere Freunde als üblich. Nachdem Mutter Sissi schon einen Hochzeitstermin bekannt gibt, kommt die plötzliche Trennung, gefolgt von Kurzliaisonen mit Gene Simmons und Robert De Niro. I wanna be the black Superman. Eines Tages lernt sie dann Rap Enfant Terrible Bobby Brown kennen. I think the Soul Train Music Awards. And, Es war während der Soul Train Music Awards. Sie ist mit jemandem hinter mir gesessen. Ich glaube, es waren die Winans. Sie stand auf und erhielt sich mit irgendwem und schlug mir dabei mit dem Ellbogen auf den Kopf. Ich drehte mich um und schaute sie mit einem wirklich sehr verrückten Blick an. Sie wollte daraufhin wissen, was denn mit mir los wäre, obwohl sie genau wusste, dass sie mir auf den Kopf geschlagen hat. After that,
she invited me to, you know, her party. She had a birthday party. And I went. Danach lud sie mich zu ihrer Geburtstagsparty ein und das war's dann auch schon. Es funktionierte alles sehr gut und ich war wirklich sehr scharf auf sie. Ich wollte sie einfach haben. As I was on it. I was on it. I just had to have her, you know. I have felt the feeling of being in love, but I've also kind of like turned away from it. Ich habe das Gefühl des Verliebtseins schon gespürt, habe mich aber im gleichen Moment wieder davon abgewandt. Ich kenne Leute, die wirklich verliebt sind und so wie die sich benehmen, so tue ich das nicht. Ich bin eben noch nicht so weit. Ich glaube aber, dass ich gerade dran bin, mich wieder zu verlieben. Bin mir jedoch nicht sicher, ob ich es soll oder nicht. Because of certain situations, but I think I'm about to again, and I'm not sure whether I should or whether I shouldn't. Irgendwie wird sich Whitney dann doch sicher. Hochzeitstermin dieses Showspektakels war im Juli 92. Kind Bobby Christina kommt nur wenig später zur Welt. For me personally, I don't think you can have a private life. Ich persönlich glaube nicht, dass man ein Privatleben vor den Kameras haben kann. Wie soll man eine Beziehung haben oder durchhalten, wenn man immer beobachtet wird? Mir ist es sehr ernst mit meiner Partnerschaft und dem Mann, mit dem ich zusammen bin. Und wir wollen unsere Beziehung nicht zu einer Unterhaltungsshow machen. He's very serious about me and we don't try to make our lives an entertainment section. This was dedicated to the best time we did it, we was in the studio together and he was on two different mics. Als wir zum ersten Mal gemeinsam ins Studio gingen, konnte ich einfach nicht singen. Sie hat eine so unglaubliche Stimme. Deswegen wollte ich, dass sie zuerst ihren Teil singt und ich meine nachher. Sie lachte nur, sang ihre Strophe und ließ mich dann alleine machen. Als wir zu dem Teil kamen, wo wir im Dialog singen mussten, haben wir nur noch miteinander gekreischt und Dampf abgelassen. It's just basically, you know, us just going in there and yelling at each other, you know, getting some steam off. Letzter Skandal im ach so skandalösen Leben des Bobby Brown ist die Ermordung seines Bodyguards und Schwiegerbruders vor seinen Augen. Ein angeblicher Racheakt der Drogenszene. I think every woman goes through that, you know. There isn't Mr. Right. There isn't Mr. Right. Ich glaube, dass jede Frau das irgendwann einmal durchmacht. Der Richtige kommt sehr selten. Man arbeitet oder lebt vielleicht zusammen, es klappt manchmal und dann wieder nicht. Und niemand auf dieser Welt hat während einer Beziehung nicht schon Schlimmes erlebt. Schmerzen, Freuden oder Kummer. Liebe ist nicht immer lustig. Ich habe diese Vorstellung längst nicht mehr und glaube, sonst hat die auch kaum noch jemand. We're all so happy and beautiful and wonderful, you know. My utopia is not like that and I'm sure nobody else's is. I like movies that I like comedies, I like to laugh, you know. Ich mag unterhaltende Filme, ich mag Dramen und Geschichten, die das Herz berühren. Seit Beginn ihrer Karriere liebäugelte Whitney Houston mit dem Filmgeschäft. War sie zuerst an schlechten Drehbüchern und Konflikten mit Eddie Murphy gescheitert, so ist es 1992 endlich soweit. Der Film Bodyguard gilt als die Geburtsstunde der Schauspielerin Whitney Houston. Ich habe mich nicht verändert, ich habe nur eine andere Plattform erklommen, eine andere Sparte der Unterhaltungsbranche. Ich singe immer noch liebend gerne und kann mir nicht vorstellen, das einmal nicht mehr zu tun. Ich habe das Schauspielen einfach probiert und es hat funktioniert. I had some reservations about it, my own, none that had anything really to do with the script or the movie. Anfänglich hatte ich große Bedenken, nicht wegen des Buchs oder des Films, sondern ganz persönliche. Ob ich diese Rolle schaffen würde, die war so groß, es war mein erster Film. Ich hatte mir nicht erträumt, so jemanden wie Rachel darstellen zu müssen, etc. Aber Kevin überzeugte mich, dass ich das tun müsste. Whitney, das ist die beste Rolle seit Jahren und du musst sie spielen. Weil wenn du sie nicht spielst, dann spiele ich auch nicht mit. Ich fragte ihn, wovon er spreche. In Hollywood gäbe es doch Darstellerinnen, die wären 10-mal besser als ich. Er sagte nur, die können aber nicht so singen wie du. I was like, Kevin, what are you talking about? I mean, there are people in Hollywood that are 10 times better than me, you know. He said, yeah, but none of them can sing like you. Rachel Maron and Whitney Houston's world are the same. Entertainment, stardom, all that stuff. Rachel Maris und Whitney Houstons Welten sind eigentlich dieselben. Stars in der Unterhaltungsbranche. Aber trotz allem sind wir zwei komplett verschiedene Menschen.
Ich musste mich mit der Rolle sehr auseinandersetzen, weil Rachel so anders ist. Sie ist ordinär, sturköpfig und vor allem sehr besserwisserisch. Wenn mich jemand umbringen wollte, würde ich sehr schnell jener Person zuhören, die mich beschützt. Ich würde sie nicht bekämpfen und versuchen, meinen eigenen Weg zu gehen. Für mich wäre so etwas sehr ernst. Hier ist sie wieder mit einer neuen Rolle und wir waren bei den Dreharbeiten. In Waiting to Exhale spielt Whitney sich erstmals nicht selbst. Vor langer Zeit bat ich Gott um einen passenden Mann. Er schickte mir Robert, Cedric, Doe und Kenneth. Dafür schuldet Gott mir noch eine Erklärung. Neben Whitney Houston sind noch Layla Rochon, Angela Bassett und Loretta Devine in dieser Verfilmung des Bestsellers Exhale zu sehen. Und sogar vor den Dreharbeiten war Whitney von der Geschichte von ein paar scharfsinnigen Frauen und deren unvollkommenen Beziehungen begeistert. Ich war so stolz, dass es endlich einen Film über afroamerikanische Frauen geben würde. Man sieht, wie sie leben und was sie durchmachen. I feel like dancing. All right, girl, don't hurt yourself. Hold on here. We're at the beach having fun. Freezing at the beach. We get to play off each other and stuff, you know, and laugh and cry. Wir spielen, lachen und weinen miteinander. Mir macht das sehr viel Spaß, weil auch unsere Beziehungen weitläufiger sind. More people to lean on, you mean? Here you go. Exactly. To lean on. I only had to lean on Kevin. I was, right, you know, right, getting pretty heavy. Are you scared? Me too. I like the learning of movie making. I like to know what a camera does. I like to know why this. Ich will alles über das Filmen wissen, warum dieser Kamerawinkel oder wieso gerade jener Filter bei der Einstellung verwendet wird. Ich will diese Branche vollkommen verstehen. The knowledge of entertainment. I'm about to venture into another movie. Ich bin gerade dabei, einen neuen Film zu drehen. Ich werde 3 Monate am Set sein, gemeinsam mit Denzel Washington. Der Film wird The Preacher's Wife heißen und nächste Weihnachten anlaufen. Und außerdem will ich ein Album mit meinen größten Hits veröffentlichen.